Hallo, hier ist RideTube von PocketPC.ch. Ich werde euch heute das neue Homescreen Replacement von SBB vorstellen, und zwar ist das die Mobile Shell 3D. Schauen wir uns doch gleich mal an. So, hier sieht man gleich als erstes das Homescreen bzw. den Homescreen. Durch längeres Klicken auf ein Widget erhält man Widgets, die sich verändern lassen. Hier zum Beispiel das Uhr beziehungsweise das Zeitwidget kann man anpassen. Hat man drei verschiedene. Dann hier das Wetter. Klein, groß, mit Forecast. Oder den Kalender natürlich. So, hier klein als Kalender. Oder falls man es gern hat, mit bevorstehenden Terminen. Okay, also natürlich hier, wenn man mal länger drauf klickt, kann man hier nach natürlich auch Android-interne Widgets von Programmen hinzufügen oder vorgefertigte SBB-Widgets, die schauen wir uns nochmal an. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus, Batterie-Provider, okay. Jetzt machen wir uns hier nochmal den Flugmodus. Eine schöne neue Erweiterung ist in der Mobile Shell 3D die sogenannte Ordnerfunktion. Fügen wir uns einen Ordner hinzu. Durch langes Klicken wieder kann man sich einfach bestimmte Anwendungen, die man möchte, in einem Ordner zusammenfassen. Und wenn man dann draufklickt, hat man hier die Anwendung. Also es ist wirklich sehr schön, sehr schnell alles aufgeräumt. So wie es sein sollte. So, finden wir das nochmal schnell. So, schauen wir uns den nächsten Tab an, den Kalender-Tab. Hier kann man sofort neues Ereignis hinzufügen. Sehr schnell. Eine Vorausschau kommt in die eigenen, in den eigenen Kalender. Der Kommunikationstab. Hier hat man dann ganz oben, also je nachdem, wie man es sich anpasst, hat man dann seine bevorzugten Kontakte. Ist auch wieder so schön in der Ordnerfunktion. Und durch einen einfachen Klick kann man sich auch neue Kontakte hinzufügen. Ein Nachrichtenwidget gibt es auch mit einer Animation. Hier sind dann normalerweise auch noch andere Kontakte drin, die einem eine SMS geschrieben haben. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist natürlich auch wieder die Ordnerfunktion und natürlich das Geburtstagswidget. Man verpasst keinen Geburtstag mehr. Wird automatisch daran erinnert. Und man sieht auch gleich kommende Veranstaltungen, die werden mit aufgeführt. So, dann ein Weather-Tab. Hier auch sehr schön mit Animation und einer Wettervorhersage. Wieder sehr, sehr schön. Nochmal aktualisieren. Ändern. Current Location. Also der Standort von hier über GPS. So, natürlich hier von Celsius, das passt alles. Okay, bisschen bewölkt, 17 Grad. Okay, so zurück zum Homescreen. Es ist wirklich sehr, sehr flüssig. Der Extras Tab, auch wieder Ordnerfunktion, ist die eigene Widgets. Also wie gesagt, man kann alles dann immer in den Ordner hinzufügen. Sehr, sehr schön. Beleuchtung schon drin. Genau, wenn man was löschen will, einfach hier rechts runterziehen auf den Papierkorb. Machen wir mal App Brain, genau. Um hier in den Extras haben. Das schieben wir in die Extras. Zack, es ist in den Extras. Sehr einfach und sehr schnell. Das Uhren-Widget hat man hier noch einen Montag. Das heißt, sieht man auch, wann der nächste Vollmond hier ist, am 18. April. Schon noch ein bisschen hin. Und man kann natürlich auch wieder die Uhr verändern. Also je nachdem, welches Design man gerne hätte, machen wir halt Black. Hier. So. Okay. Hier der Flieger-Tab. Hat man verschiedene Hintergründe, beziehungsweise die letzten Uploads von auch von anderen, die ein Bild zu Flickr hinzugefügt haben. Sagen wir mal, das wollen wir jetzt das hin, Bild aktualisieren. Okay. Das Schöne an dem Flickr-Tab ist,
Man klickt auf das Bild. Ja. So, und hier hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann es einmal im Browser öffnen, man kann es original herunterladen. Aber was mir persönlich am besten gefällt, ist, man kann es sofort als Hintergrund setzen. Dann wird man noch gefragt, als welches Hintergrundbild normalerweise. Genau, jetzt lädt das runter. Ah, und hat es gleich gesetzt. Perfekt. Schön. So, dann hier der Bildergalerie-Tab bzw. Reisetab. Schauen wir uns mal an. Hier kommt man in die Galerieansicht. Gut, das wollen wir uns nicht anschauen. Hier sieht man dann die letzten Bilder, die man gemacht hat bzw. aufs Gerät gezogen hat oder gespeichert hat. Hier kann man dann wieder natürlich die Namen ändern. Nehmen wir mal als Beispiel Berlin. Deutschland, Berlin, okay. Uhrzeit. So, das waren die Tabs soweit. Das Hauptaugenmerk der Shell 3D liegt natürlich hier auf dem Karussell. Es ist super, super flüssig. Stopp. Schauen wir uns mal die Animation an. Und wieder jetzt. Sehr schön. Kommunikationstab, da werden dann die Kontakte schön gezeigt. Und natürlich auch die SMS bzw. die Nachrichten, die man bekommen hat. Dann nochmal in der List View gezeigt, genau, und scrollen schön durch. Kalender. Homescreen. Kommunikationstab. Das ist wirklich eine schöne Funktion ist außerdem, wenn man sich ein Panel, sage ich mal, zusätzlich erstellen will, fügt man den einfach hinzu, ein neuer wird nachgeschoben oder sagen wir Kalender brauche ich hier nicht mehr, da habe ich ein kleines Widget irgendwo, Kommunikation brauche ich auch nicht mehr, ziehe ich einfach runter, kann sie hier noch schön anordnen, kann aufeinander stapeln, kann sie wieder leicht hinzufügen, kann sie von hier oben aus, wenn wir hier die Kommunikation, nehmen wir hier runter, fügen den hier ein, sind fertig, alles angepasst, zack, wirklich schnell. So, super schnell. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist hier der App Drawer. Also ich finde, da kommt absolut kein anderer Launcher hin. Es ist super, super schnell, super flüssig. So, ich konnte das Shell 3D jetzt circa eine Woche lang testen. Bin davon überzeugt, also für mich ist es einer der besten Launcher, wenn nicht sogar der im Moment beste Launcher auf dem Markt, beziehungsweise im Market. Er ist super schnell. So viel zu der Review. Falls irgendwelche Fragen sind, könnt ihr die natürlich gerne im Forum stellen. Werden auch gerne beantwortet. Ich hoffe, euch hat meine erste Review gefallen. Ihr wart mit mir zufrieden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye.